Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle. Aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ein Satz über den Glauben und über das Leben ganz allgemein. Der Glaube, das Vertrauen auf Gott, führt uns manchmal in ziemliche Herausforderungen. Wenn wir in diesen Zeiten, in denen sich viele bedroht fühlen, über unser Vertrauen auf Gott reden, dann werden uns manche anlächeln und sagen, ihr seid ja naiv. Andere werden uns vielleicht beschimpfen, wie könnt ihr auf Gott vertrauen, wenn es doch in der Welt so und so zugeht? Und immer wieder kommen auch unsere eigenen Zweifel und Fragen. Paulus hat das selber durchlebt und er schreibt der Gemeinde in Korinth von seinen Erfahrungen. Er beschreibt, dass sein Weg, das Evangelium unter die Menschen zu bringen, sein Weg, sich selber mit seinem Vertrauen auf Gott auseinanderzusetzen, für ihn anstrengend ist. Er verwendet das Bild des Sportwettkampfes. Im Stadion läuft jeder so, dass er sich bemüht, den Siegeskranz zu erringen. Wenn wir unser Leben mit einem solchen Wettkampf vergleichen, dann ist das ein Bild, das an manchem hinkt und in manchem stimmt. Im Stadion kann nur einer die Goldmedaille bekommen. Im Leben aber ist es nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Unser Ziel in der Gemeinde, unser Ziel in der Gemeinschaft ist es, dass wir möglichst alle möglichst gut leben können. Und dass dieses gut leben können über unseren Kreis hinausreicht. Wir haben die Menschen in anderen Ländern, in anderen Kulturen mit im Blick. Und auch ihnen soll es, muss es gut gehen. Das andere aber, wo dieses Bild vom Wettkampf im Stadion nicht hinkt, das Bemühen, möglichst alles aus sich herauszuholen. Wie oft lehnen wir uns zurück und sagen, ich kann das sowieso nicht. Ich bin zu klein, ich bin zu schwach, da gibt es andere, die schaffen das doch viel besser. Und schon hören wir auf, uns zu bemühen. Hier ermahnt uns Paulus. Kämpft so, dass ihr den Siegespreis erringen könnt. Bemüht euch mit all euren Kräften. Ihr seid nicht zu klein, ihr seid nicht zu schwach. Ihr müsst nur wollen und losgehen. Gott schenkt uns Aufgaben in dieser Welt und er schenkt uns Begabungen. Nun ist es an uns, seine Herausforderungen für uns anzunehmen, den Weg zu gehen, den er uns führt, uns die Fragen stellen zu lassen, die uns in dieser Zeit entgegenkommen. Lauft so, dass ihr den Siegespreis erlangt. Amen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Und ich dir danke, dass du mir hilfst. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit. Dass ich dir leiten zu deiner Wohnung. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit. Dass ich dir leiten zu deiner Wohnung. Sende dein Licht und deine Wahrheit.